Deswegen ist es für die Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH, für die, die es noch nicht wussten. Weil wir sind die drei Geschäftsführer. Ganz links Michael Becker, den kennen wir alle Anwesenden. Schon die zwei Männer in der Mitte sind einmal Tobias Harms und einmal Dr. Thilo Grabo. Herzlich willkommen, dass Sie auch da sind. Herzlich willkommen an alle Journalisten hier im Raum, alle anderen Anwesenden. Ich sehe unsere drei Beiräte hinten, unseren Bereichsleiter für die Vermarktung, unseren Bereichsleiter für die Kommunikation und auch andere Mitarbeitenden von der SWEG und von Karlsruhe. Sehr herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kommen. Und ja, dann würde ich auch gleich mal mit einer kleinen Fragerunde beginnen. Und zwar einmal Herr Harms. Sie sind jetzt erstmalig Hauptpartner eines Fußballclubs. Was war denn ausschlaggebend für Ihr künftiges Engagement beim Karlsruhe SC? Ja, also ich denke mal, die für viele wahrscheinlich etwas ungewöhnliche Maßnahme muss man im Gesamtkontext sehen, bezüglich der Entwicklung der SWEG, die SWEG in den letzten Jahren genommen hat. Seit ungefähr 4 Jahren sind wir auf einem konsequenten Modernisierungs- und Wachstumskurs. Wir investieren sehr viel. Wir investieren sehr viel in moderne Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze, in Digitalisierung. Ich würde behaupten, wir sind hochdigital als SWEG. Wir investieren viel in unsere Geschäftsbereiche, im Schienenbereich. Zum Beispiel haben wir in Offenburg einen Stützpunkt, ein Zentrum für Schienenfahrzeuginstandhaltung gebaut, was sicherlich in Süddeutschland seinesgleichen sucht. Wir konnten da auch Siemens überzeugt mit uns 30 Jahre zusammenarbeiten, ist auch eher eine ungewöhnliche Maßnahme für uns gewesen. Wir investieren im Busbereich auch sehr viel, in Elektromobilität, sind da auch auf Wachstum. Meine Zahl zu nennen, wir betreiben aktuell ungefähr 550 Busse, um es mal in Vergleich zu bringen. Damit sind wir größere Busanbieter wie jetzt die Stuttgarter Straßenbahn, die Verkehrsbetriebe Karlsruhe zusammen. Wir investieren aber auch in unsere Schieneninfrastruktur. Wir betreiben über 200 Kilometer eigene Schieneninfrastruktur. Da investieren wir gerade aktuell ungefähr 500 Millionen Euro. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir in Mitarbeitende und Mitarbeiter investieren, weil dieser ganze Wachstumskurs, den wir gerade durchführen und noch weiter durchführen wollen, der geht nur mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben die tollsten, glaube ich, zurzeit bei uns im Unternehmen. Und die große Herausforderung ist eben, und das ist wahrscheinlich die größte strategische Herausforderung für alle Unternehmen, nicht nur für uns und in unserer Branche, dass man hier eine kluge Werb- und Personal- und Arbeitgeberstrategie sich hier als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Und deswegen wollen wir mit dem KSC und dieser Hauptpartnerschaft auch neue Impulse setzen in dem Bereich. Der Ball würde jetzt schon zu dir, Michael, etwas rübergespielt. Wieso haben wir als KSC uns denn für den gemeinsamen Weg mit der SWEG entschieden? Also zunächst mal auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir mit der SWEG jetzt in eine neue Hauptpartnerschaft gehen können. Ist ein Stück weit vielleicht auch eine Auszeichnung für den Weg, den der KSC die letzten Jahre genommen hat. Weil wir mit der SWEG einen Partner gewonnen haben, der absolut seriös ist, der zukunftsfähig ist, der nachhaltig arbeitet, wo es in vielen Dingen einfach eine Wertegleichheit gibt, was, glaube ich, immer aus unserer Sicht sehr wichtig ist für eine Partnerschaft, dass wenn man einfach die Unternehmensbestandteile, die Werte gegenüberlegt, dass das zusammenpasst und das ist hier absolut gegeben. Wir haben mit dem Ausbau des ÖNPV eines der Top-Themen der Mobilitätswende, der Gesellschaft, was da ansteht. Und deswegen sind wir natürlich extrem glücklich, dass wir da gemeinsam in den nächsten Jahren gehen. Dr. Grabo, was erhoffen Sie als SWEG sich denn von der Hauptpartnerschaft bei einem bundesweit bekannten Profifußballclub? Also ich habe fast schon gesagt, ein bundesweit bekannter Fußballclub. Da hoffen wir uns von, dass die SWEG als Gesellschaft auch bundesweit einen Bekanntheitsgrad erreicht. Wir sind in Baden-Württemberg sehr bekannt. Wir sind vertreten wie von Nordbaden nach Südbaden bis zur Schwäbischen Alb. Wir fahren angrenzend in Bayern, in Frankreich, in die Rheinland-Pfalz rein. Und wir haben als klare Strategie für die nächsten Jahre vorgesehen, wir wollen die Gesellschaft wachsen lassen. Wir haben ein, zwei gesagt, die SWEG soll das größte und beste Verkehrsunternehmen werden in Baden-Württemberg und auch weit um die Grenzen hinaus. Und hier brauchen wir einen Hauptpartner, der weit um die Grenzen bekannt ist, der auch Sympathien hat. Was hat der KSC? Und so werden wir halt gemeinsam halt SWEG und KSC als Sympathieträger in Deutschland bekannt machen und auch die Marke SWEG als modernen Arbeitgeber,
als zuverlässigen, seriösen Arbeitgeber platzieren und dann genau wie der KSC auch dann die Herzen der Menschen begeistern. Und das wird für uns eine Win-Win-Situation. Der KSC profitiert von unseren Fahrgästen, die ins Stadion kommen, und wir profitieren von den Fahrgästen, die bei uns arbeiten und als attraktiven Arbeitgeber sehen und die wir gewinnen können. Jetzt wurde schon ein paar Mal bei Ihnen die Arbeitnehmersuche angesprochen. Wir haben da auch aktuell eine gute Personal- und Arbeitgeberkampagne laufen. Warum ist denn die Personalsuche aktuell eine große Herausforderung und wie kann denn der KSC dabei helfen, fähige Arbeitnehmende zu finden? Genau, Sie haben es richtig gesagt. Die größte strategische Herausforderung unseres Unternehmens, unserer Branche, aber auch aller anderen Unternehmen, glaube ich, auch, ist eben immer die richtigen, motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit an Bord zu haben, die bereit sind, zum Beispiel unseren Wachstumskurs mitzubegleiten. Wir sind in einem Dienstleistungsbereich unterwegs. Wir sind sehr personalintensiv. Wir werden es, obwohl wir da auch uns drum bemühen, werden wir es wahrscheinlich zumindest nicht in meiner aktiven beruflichen Laufbahn nicht mehr erleben, die immerhin noch bis 2040 dauert, dass sich das Busse autonom und Schienenfahrzeuge automatisiert fahren, durchgängig. Deswegen brauchen wir hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber in allen Berufsgruppen brauchen wir die. Wir sind dann im berühmten War for Talents unterwegs. Wir konkurrieren mit dem starken baden-württembergischen Mittelstand. In unserer Hauptverwaltung, ich gerade gegenüber, ist Schaeffler. Das heißt, da haben wir große Herausforderungen. Deswegen sind wir seit letztem Jahr unterwegs und investieren hier massiv in eine neu aufgestellte Arbeitgeber, wie so schön heißt, Employer Branding Kampagne. Du bist die Zukunft der Mobilität im Land. Die hat verschiedene Ziele, die wir damit verfolgen. Zum einen wollen wir natürlich unser Geschäftsmodell, was ein sehr sinnstiftendes Geschäftsmodell ist. Sie haben es erwähnt, Becker, mit der nachhaltigen Mobilität promoten. Wir wollen Werbung für das System Nahverkehr machen, was deutlich spannender ist, wie viele sich das vielleicht vorstellen. Aber wir wollen uns natürlich als Arbeitgeber, als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Mit zwei Zielen natürlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, zu halten, aber natürlich auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die SWDG, für das Thema Nahverkehr zu begeistern. Und die Kampagne, die läuft jetzt seit anderthalb Jahren, die ist sehr erfolgreich. Wir haben knapp 120% mehr Bewerbungen. Auch die Klicks im Online-Bereich auf unserer Bewerberseite sind sehr gut. Und das müssen wir jetzt konsequent fortführen. Mein Kollege hat gesagt, der Wachstumskurs wird in Baden-Württemberg, aber auch außerhalb Baden-Württemberg für uns befinden. Und aus diesem Grunde wollen wir hier neue Impulse setzen. Und aus diesem Grunde ist es, glaube ich, ein glücklicher Zustand gewesen, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier bei einer Hauptpartnerschaft nachzudenken und haben das weiterentwickelt. Und es ist ja deutlich mehr wie nur, das ist natürlich der Hauptteil, aber es ist ja deutlich mehr wie nur der Schriftzug SWEG auf der Trikotbrust, sondern wir haben ein ganz spannendes Paket mit dem KSC geschnürt, wo wir viel entwickeln können. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass die Kooperation, wir sagen, wir sind Partner, wir sind nicht Sponsor des KSC, wir sind Partner des KSCs, wir wollen eine Partnerschaft hier leben und dass wir über diese Partnerschaft neue Impulse setzen können und unsere erfolgreiche Personal- und Recruiting-Kampagne weiterentwickeln können, dass sie noch erfolgreicher wird. Jetzt haben Sie schon das Paket angesprochen, was wir als KSC da mitbringen können. Herr Becker, vielleicht können Sie da einmal kurz Einblick geben, wie wir denn die SWEG bekannter machen wollen. Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Ziele der SWEG gehört, was mit der Partnerschaft verbunden sind. Und so eine Hauptpartnerschaft, da geht natürlich ein gewisser Prozess vorher, wo man überlegt, wie kann man denn mit der Kooperation dann diese Ziele erreichen. Wir haben gehört, dass das Thema Regionalität wichtig ist. Wir haben aber auch gehört, dass das Thema Nationalität wichtig ist. Und dann ist natürlich so eine Hauptpartnerschaft schon eine sehr gute Plattform. Natürlich als Hauptbestandteil haben wir natürlich die Logos auf den drei Trikots. Ich glaube, die werden wir ja nachher auch noch zu Gesicht bekommen. Das natürlich die Hauptfläche ist, die natürlich in unserem Stadion, im Umfeld von den Fans regional getragen wird, aber natürlich auch dann bei Auswärtsspielen sichtbar ist, in Verbindung dann auch mit den Bandenflächen, die es geben wird hier im Stadion, wo wir ja auch wieder eine nationale Präsenz haben auf modernster Technik. Und drumherum gibt es noch viele Bestandteile, die eben da sind, das Sponsoring auch zu aktivieren.
Das eine ist ja irgendwo die Marke und das Logo sichtbar zu machen. Das ist der eine Bestandteil. Aber man muss auch dieses emotionale Umfeld, das der Fußball eben hat, auch nutzen. Und da sind viele Maßnahmen geplant. Da bietet natürlich auch der Art des Partners und die SWG natürlich eine super Plattform. Wir haben eben gehört, es können ja die Gäste quasi hier ins Stadion fahren, vielleicht bald auch noch zu anderen Stadien, wo wir auswärts spielen. Also ich glaube, das sind super Synergieeffekte und am Ende, glaube ich, passt auch ganz gut zusammen. Die SWG will weiter wachsen. Das ist auch das klare Ziel des KSC. Wir haben noch einiges vor und gemeinsam freuen wir uns da auf einen spannenden Weg. Dr. Grabo, welche Werte assoziieren Sie denn mit dem KSC, die dann vielleicht auch ausschlaggebend waren, diese Partnerschaften überhaupt einzugehen? Okay. Ich glaube, von den Werten her, die kann man ganz kurz beschreiben, sind einfach Zuverlässigkeit, Engagement und Zielstrebigkeit. Ich glaube, der KSC als Verein in den letzten Jahren, man sieht es ja am BBB-Bank-Wildparkstadion, da hat der KSC eine große Transformation gemacht unter laufenden Spielbetrieb. Ist vom Tabellenplatz, steht gut da, ist zielstrebig, zuverlässig engagiert und genauso ist die SWG. Wir sind zuverlässig beim Kunden, die Züge, Busse müssen pünktlich fahren zum Bahnsteig. Wir sind hoch engagiert für unsere Kunden und wir haben auch Ziele, die wir erreichen wollen. Ich glaube, ein Wert, den wir teilen, der groß ist, ist halt die Verwurzelung in Baden-Württemberg. Für uns ist der KSC nicht nur für die badische Seite repräsent, auch in Württemberg gibt es große Lupetien für den KSC, so wie bei der SWG auch. Und ich glaube halt, diese Verbundenheit zur Region zeichnet uns beide aus als Gesellschaften. Und wir verbinden Menschen von A nach B und sie verbinden Menschen mit Fußball, mit Werten und der Region und bereiten Freude. Und das versuchen wir mit unseren Produkten auch, weil wir haben ein großes Ziel, das ist die Verkehrswende und auch die Klimawende. Und ich glaube, da als Marschrichtung und Fußballverein und Verkehrsunternehmen kann da großes bewegen in den nächsten Jahren. Bevor wir vielleicht ans Ende der Fragerunde kommen, noch eine kleine Frage mit Augenzwinkern. Man sieht da hinten farblich fast die SWG perfekt zum KSC-Blau dazu. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund, oder Michael? Ja, also man sieht ja, wir haben ja schon einen Namensgeber in Blau, der zu uns gestoßen ist. Und das war natürlich dann, hat vieles einfacher gemacht. Es gibt ja eine andere Farbe. Im baden-württembergischen Land, mit denen haben wir jetzt, ist die Farbe nicht so gut, hätte vielleicht nicht so gut gepasst, aber mit Blau und Blau-Weiß, da sind wir natürlich super aufgestellt und man sieht ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus und auf dem Trikot nachher passt es schon ideal zusammen. Genau, dann war das jetzt erstmal meine vorbereitete Frage und dann können jetzt gerne den anwesenden Journalisten sich per Handzeichen anmelden, wenn es dann Fragen gibt, dann kommen die Kollegen mit dem Mikro wieder einmal kurz vorstellen. Dass auch jeder weiß, wer wie dran steht. Ja, Lena, grüß dich. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist René Dankert und in Badischen Neuesten Nachrichten und stellt die Frage, die Sie nicht beantworten wollen, aber die dazu gehört. Nach Laufdauer und nach Modalität der Zusammenarbeit. Und sein. Und dich, Gerd. Ja, danke. Wir haben Sie ja fast schon selbst beantwortet. Es handelt sich um eine mehrjährige Partnerschaft und auch das Volumen werden wir natürlich nicht nennen, weil es Vertragsdetails sind, aber Sie sind ja ein findiger, guter Journalist und wissen ja, glaube ich, dann, dass natürlich in Geschäftsberichten und sowas dann auch natürlich auch Details irgendwann mal stehen. Aber für den Moment bleiben wir mal bei der Thematik so. Ich kann vielleicht zu den finanziellen Modalitäten so viel sagen. Eine Zahlen wird man natürlich keine nennen, das ist Geschäftsgeheimnis, aber wie vorhin erwähnt, wir investieren jetzt schon sehr viel in das Thema Personal, Personalgewinnung, Personalhaltung, attraktiver Arbeitgeber. Das ist für uns genauso eine wichtige Investition wie in Schienenfahrzeuge, wie in Strecken, wie neue Mobilitätsformen. Und aus diesem Grunde ist es für uns kein wesentlich höherer finanzieller Aufwand, wie der wir bisher getrieben haben. Gibt es denn noch weitere Fragen? An einem Sie in der ersten Runde, dann mal geredet. Ja, Matthias Zurawski, SWR. Bin verwirrt angesichts des Wordings. Also CG Elementum war Sponsor, kein Partner. Sie sind Partner, kein Sponsor. Vielleicht kann man das noch ein bisschen erläutern, wie es zu dieser Veränderung kam und dann doch nochmal nachgefragt, nachdem was der Kollege Dankert gefragt hat. Sie nehmen dann schon die Lücke oder füllen die Lücke, die der Hauptsponsor CG Elementum hinterlassen hat oder kommen dann noch mehr? Wirtschaftlich gesehen.
Ja, vielleicht zum Thema Partnerschaft, aber das können Sie gerne auch noch ergänzen. Ich glaube, das war in den ersten Gesprächen ein Thema, dass wir eben gesagt haben, das ist eine gemeinschaftliche Partnerschaft und nicht eben ein klassisches Sponsoring und wir wollen da viel zusammen erreichen und deswegen haben wir uns dann auch darauf verständigt, das eben nicht Hauptsponsor zu nennen, sondern Hauptpartner. Am Ende wird es aber nicht noch einen Hauptsponsor geben, logischerweise auch nicht noch einen zweiten Hauptpartner in diesem Bereich, sondern das ist eine klare Exklusivität und wir schließen damit, wenn man es jetzt Lücke nennen darf, natürlich auch diese Lücke und haben damit dieses Thema besetzt. Ich glaube, der Unterschied zwischen Sponsor und Hauptpartner ist auch folgender. Ein Sponsor, der hat vielleicht ein Logo, was er draufpackt und dann ist das Logo drauf und der sponsert. Eine Hauptpartnerschaft ist für uns eigentlich mehr. Also wir haben vier Buchstaben, SWG. Jetzt kann einer sagen, was sollen die auf dem Fußballtrikot? Wir verkaufen keine Produkte, wir sind zwar nicht kein Maß, kein Snickers. Wir haben eine Botschaft. Und in der Hauptpartnerschaft ist die Aufgabe vom Verein auch, den Namen SWG nicht nur zu promoten, sondern auch zu verkaufen, was wir machen. Welcher Ziel hat die SWG? Wer sind wir? Und das muss halt über Bannenwerbung, mediale Werbung, soziale Medien transportiert werden. Und das kennzeichnet, glaube ich, eine Hauptpartnerschaft aus und ist dann kein Sponsoring, sondern mehr als ein reiner Sponsor. Dann. Ja, ich würde die Frage nach der Sichtbarkeit des Schriftzugs SWEG stellen. Prominent ist sicherlich die Trikotbrust der Profis. Es gibt darüber hinaus neben den Bannen auch andere Textilien, andere Mannschaften, die sie bewerben, oder ist es exklusiv auf die Zweitligamannschaft bezogen? Es ist auf die Zweitligamannschaft bezogen, was die Trikots angeht, aber im Umfeld gibt es natürlich einige Flächen. Klar, am Stadion, am Spieltag sind natürlich die Hauptthematiken. Da ist zum Beispiel die Auswechselbank, was jetzt neu mit dazukommt, aber auch Trainingsgelände und drumherum im Stadionumfeld. Ein Trikot ist es eben die Profimannschaft. Und auf den Ärmeln der Freizeitkleidung ist es auch noch zu sehen, der Schutz. Ja, Herr Lindner, freier Journalist. Vorhin fiel zweimal das Wort seriös. Sie haben das extra betont. Warum? Das ist ja ein grundlegendes Element, dass Partnerschaften seriös sind. Das haben wir ja mit unserem vorherigen Partner gehabt. Das haben wir jetzt mit dem jetzigen Partner. War jetzt keine explizite Betonung von meiner Seite dabei. Bei uns wurde die Deutsche Presseagentur eine Frage an, inwieweit denn, wer steht denn hinter der SWEG? Also wem gehört die SWEG? Wer ist der Hauptteil? Ja, auch ich. Wie der Name schon sagt, die SWEG, die als gesagt, ist die Süddeutsche Landesverkehrsgesellschaft. Da kann man auch so viel nachlesen, es macht auch kein Geheimnis drum. Die Gesellschaft gehört zu 95% im Land Baden-Württemberg und zu jeweils 2,5% zwei Landkreisen, am Schwäbischen Alb, zu den Altkreisen im Landkreis Sigmaringen. Das ist ein bisschen historisch bedingt durch die Verschmelzung mit der Hohenzollerischen Landesbahn. Wir sind aber kein Unternehmen jetzt in der Direktvergabe oder ähnliches, so wie jetzt die Verkehrsbetriebe in Karlsruhe. Das heißt, wir kriegen auch keinen Verlustausgleich vom Land bezahlt. Das heißt, wir stehen hier voll im Wettbewerb. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, was jetzt zufälligerweise den Eigentümer Land hat. Aber das ist kein Vor- und kein Nachteil. Das ist einfach so, wie es ist. Wir müssen uns im Wettbewerb behaupten. Unser Wachstum müssen wir über Wettbewerb erzeugen. Das heißt, wir stehen hier in Konkurrenz zu zum Beispiel Deutschen Bahn, auch ein Staatsunternehmen, mit kleiner Anmerkung. Deswegen ist der Eigentümer ist zwar wichtig für uns, aber es bringt uns keine entscheidenden Vorteile bei unserem Wachstumskurs. Keine Aussagen, wir haben auch zwei namhafte Schwestergesellschaften, die ELBW und die Rothausbrauerei, die ist dann im gleichen Kreis. Die verkaufen Produkte. Wir suchen halt Mitarbeiter, wir machen Employer Branding, da ist der Unterschied. Aber die Anteilseignerschaft ist ja die gleiche und die Zielsetzung, Sachen zu verkaufen, zu wachsen, ist auch die gleiche. Ja, hier, Rico Kont. Ja, der Michael Becker hat vorhin gesagt, dass außer der Trigger-Boost auch andere Werbemöglichkeiten da sind. Können Sie sich vorstellen, in Ihrem Unternehmen zum Beispiel zusätzlich mit dem KSC zu brennen? Also grundsätzlich können wir uns sehr viel vorstellen. Wir haben zwar einen Vertrag, der gehört dazu, aber wir haben auch gesagt, wir holen nicht jedes Mal den Vertrag raus, sondern wir wollen das auch gestalten und auch leben lassen. Kleine Anmerkungen,
Wir treffen uns auch gleich heute Nachmittag zum ersten Kickoff unserer Marketingabteilung, um das ganze Thema Partnerschaft auch mit Leben zu füllen. Wir können uns viel vorstellen. Was wir schon wissen, ist zum Beispiel, wenn Sie das Thema Bus ansprechen, wir wollen den KSC-Bus zum Beispiel für Vorstellungsgespräche, Bewerbergespräche auch nutzen, so nach dem Motto, Blick hinter die verschlossene Tür, die einem normalerweise verborgen bleibt, um auch wieder einen gewissen Anreiz zu schaffen, sich für das Thema SWG, sich für das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Mobilität zu interessieren. Und das meinen wir unter Partnerschaft, dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen befruchten wollen. Dann noch, der ist begrüßt. Ja, noch mal eine Frage auch zu dem Geschäftsfeld oder Ihrem Kerngeschäftsgebiet. Kritische Bürgerinnen und Bürger könnten ja fragen, Sie arbeiten in einem extrem harten Geschäftsfeld. Wir hatten da ja auch Tarifauseinandersetzungen monatelang, die auch Sie belastet haben, pünktlich zu fahren, ist ja auch schwierig genug. Und warum dann Geld stecken in einen Profifußballverein als Landesunternehmen? Wie würden Sie darauf antworten? Ja. Geld stecken in einen Profiverein. Wir wären nichts ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben es erwähnt, wir stehen im harten Wettbewerb. Pünktlichkeit ist unser oberstes Ziel. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind die zwei wichtigsten Kriterien, warum Fahrgäste sich für den ÖPNV entscheiden. Das geht nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier gilt es genauso zu investieren wie in Schieneninfrastruktur. Das machen wir sehr gut. Andere große Infrastrukturbetreiber nicht so gut. Für uns ist das eine Investition in das Unternehmen, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das eine bedingt auch das andere. Nur wenn ich ausreichend Personal mit an Bord habe und auch motiviertes Personal mit an Bord habe, kann ich das Ziel pünktlicher und zuverlässiger Nahverkehr erreichen. Ansonsten droht Zugausfall, wie wir es allenthalben erleben. Aber wenn Sie sich unser Qualitätsranking, das Qualitätsranking des Landes anschauen, was jüngst veröffentlicht wurde, da belegen wir mit unseren Netzen. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, wir sind zwar ein Lager Unternehmen, aber wir sind in ganz Baden-Württemberg unterwegs mit fast 30 Einsatzstellen im Bus- und im Schienenbereich. Allein hier im, der direkte Einzugsbereich des KSCs, wo die berühmte Fanbase ist, der deckt ungefähr 70% unseres Verkehrsgebietes ab. Wir haben allein hier in der Region von Offenburg über Rastatt in Karlsruhe, Pforzheim, Bretten, Waldorf und Wiesloch auch Einsatzstellen, das heißt, es ist eigentlich Kerngebiet des KSCs, deswegen ist es da auch eine sinnhafte Verknüpfung. Aber nur wenn wir genug Personal an Bord haben, können wir auch die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit leisten. Und wie gesagt, das Qualitätsranking des Landes, was veröffentlicht wird mit unseren Netzen, wir haben ja verschiedene Netze, die wir betreiben, in Baden-Württemberg liegen wir in den vorderen Spitzenplätzen. Und das ist einfach eben Lohn der Arbeit, die wir getan haben in den vergangenen 2 Jahren, um hier massiv in das Thema Employer Branding, Mitarbeitergewinnung zu investieren, und das zahlt sich jetzt aus, und wer hier sich zurücklehnt, der hat verloren. Wir müssen es konsequent weiterentwickeln, und diese Partnerschaft mit dem KSC ist eben eine konsequente Weiterentwicklung unseres bisherigen Weges, den wir beschritten haben. Ich möchte schon mal eine Sache veranschaulichen. Also der Arbeitsmarkt, der wird immer härter. Ich glaube, Fachkräftemangel ist in allen Firmen ein Riesenthema. Wir haben von der Demografie bei unseren fast 2000 Mitarbeitenden für die nächsten 10 Jahren gehen rund 30% des Fahrpersonals in den Ruhestand. Und wir stellen in den letzten Jahren fest, dass halt diese Babyboomer-Generation der 60 Jahre geht. Die gehen alle halt ziemlich zügig. Wir müssen die nachbesetzen, und wir brauchen Fahrpersonal, um die Daseinsvorsorge in Baden-Württemberg und auch darüber hinaus halt gewährleisten zu können. Und was wir feststellen von den sozialen Medien, da ist die SWG schon relativ stark. Da haben wir einen Sprung gemacht die letzten Jahre. Wir müssen aber dort mehr tun, weil wir feststellen, gerade bei den Auszubildenden, den jungen Leuten 18, 19, 20, das war noch vor 10, 20 Jahren anders, da wollte einer Lokführer werden, Busfahrer werden. Und da muss man halt das Bild der richtigen Rückmeldung sagen, halt, der Nahverkehr hat interessante Berufe, tolle Berufe, die sind gut bezahlt, wir haben moderne Fahrzeuge, Arbeitsplätze, und die stehen voll in Konkurrenz mit metallverarbeitenden Industrien und der Großindustrie. Mein Kollege hat es gesagt, wo unser Standort ist der Hauptverwaltung, aber viele aus dem Bereich, Pro, Schaeffler und Co. Und da müssen wir uns halt positionieren. Und die Kampagne, die wir bisher gefahren haben in Baden-Württemberg, die war kleinteilig über verschiedene Medien. Und für eine Hauptpartnerschaft hat auch gesprochen, wenn die SWG ihren Markennamen deutschlandweit bekannt machen will, wir können das kleinteilige Engagement in Baden-Württemberg nicht auf alle Bundesländer übertragen. Das ist einerseits finanziell nicht darstellbar.
aber auch von der Kapazität von unserer Presseabteilung. Und da ist das Medium Fußballsponsoring von der Tragweite, von den Reichweiten, eignet eine gute Partnerschaft. Und wenn wir in einigen Jahren, können wir halt hier zusammen Werbung machen, in Deutschland nur bei einem Bahnhof stehen, in irgendeiner Stadt, sagen wir Hamburg, und wir fragen jeden Fünften, kennst du die SWG? Und sollte rauskommen, ja, das ist so dieses Verkehrsunternehmen aus Baden-Württemberg, die machen Bus und Bahn und hätten das Klima. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Also gut, dann zeigen wir uns mal. Sieht uns?